Ich bin heute als Bundestagsabgeordneter bei den Freunden in Karlsruhe unterwegs, bei den beiden FDP-Landtagskandidaten, Patrick Mahlke und Norman Gäbel. Und wir haben zusammen als FDP ein Herzensanliegen, nämlich den Bau der zweiten Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth. Und da gibt es im Moment sehr große Verwirrung, weil angeblich erst der Baubeginn ins Jahr 2030 planerisch verlegt werden soll. Wir möchten dazu einiges sagen und ich will zuerst mal das Wort an den Patrick geben. Ja, hallo, mein Name ist Patrick Mahlke. Vielen Dank, Christian, dass du mir das Wort übergeben hast. Die zweite Rheinbrücke, ein Riesenthema in Karlsruhe. Gerade im letzten Jahr, ihr seht die Brücke hinter mir, wurde diese renoviert. Das hat zu unglaublichen Staus geführt. Die halbe Weststadt war blockiert. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir an diese zweite Rheinbrücke kommen. Da wird so lange schon drüber diskutiert. Mir ist das ein Herzensanliegen, nicht nur für die Karlsruher Seite, sondern auch für die Pfälzer Seite, gerade die ganzen Pendler. Ja, und jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, warum? Da sind doch zwei Brücken. Wir reden natürlich über die zweite Autobrücke. Dahinter ist die Eisenbahnbrücke und die führt Richtung Karlsruhe. Mir ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, Bauvorhaben in Deutschland insgesamt, aber besonders auch in Baden-Württemberg, dauern schlicht und ergreifend zu lange. Wenn wir uns anschauen, dass die Schweizer mit der Schnellbahntrasse Eisenbahn bereits fertig sind und seit Jahren warten, dass Baden-Württemberg nachzieht. Klar, es hat den Unfall im Tunnel in Rastatt gegeben, der hat verzögert, aber auch für diese zweite Rheinbrücke, wie die für die Eisenbahnstrecke, das ist verkehrspolitisch einfach pures Versagen, das muss schneller gehen. Und jetzt würde ich sagen, ich übergebe mal an meinen Freund und Mitkandidaten aus der Oststadt, Norman. Hallo, ich bin Norman Gäbel, der Landtagskandidat der FDP in Karlsruhe-Ost. Und wir haben uns hier zu dritt getroffen, weil die Rheinbrücke die Infrastrukturmaßnahme ist, die wir in Karlsruhe dringend brauchen, die zweite. Es geht nicht, dass Karlsruhe weiter im Stau versinkt. Und es ist auch für unsere Wirtschaft ein gravierender Nachteil, wenn diese Verkehrsverbindung nicht existiert. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass diese zweite Rheinbrücke so schnell als möglich kommt. Die Frage stellt sich jetzt, wie bekommen wir es hin, dass der Baubeginn für die zweite Rheinbrücke nicht erst im Jahr 2030 ist und am Ende die Rheinbrücke Maxau dann schon wieder am Ende ist. Ganz einfach, wir müssen die Planbeschleunigungsgesetze des Bundes, die der Bundestag auch mit Unterstützung der FDP umgesetzt hat, die müssen wir auch hier an diesem Beispiel anwenden und ich werde deswegen in den nächsten Tagen eine parlamentarische Anfrage machen, wo wir auch nochmal explizit von der Bundesregierung und auch dem Land Baden-Württemberg, was ja die Auftragsverwaltung des Bundes in diesem Falle macht, wissen wollen, was jetzt eigentlich die Knackpunkte sind, warum das länger dauern soll. Und die Frage ist natürlich auch, wie wir das Planbeschleunigungsgesetz des Bundes auch hier anwenden können, weil man darf nicht vergessen, wenn hier irgendwas passiert bei der Rheinbrücke Maxau, wenn hier ein Schiff dagegen fährt oder wenn es hier einen Unfall gibt, dann steht die gesamte Region still. Und das war ja immer auch ein Argument für uns als FDP, dass wir gesagt haben, nicht nur wegen des hohen Verkehrsaufkommens, sondern auch aus Infrastrukturgründen brauchen wir die zweite Rheinbrücke, die ja dann später etwa, also einige hundert Meter weiter unten dann auch gebaut werden soll. Und mittlerweile herrscht ja auch eine Einigkeit hier in Karlsruhe zum Glück. Viele sind vernünftig geworden, auch bei den Grünen, auch der Oberbürgermeister Mentrup, dass jetzt diese zweite Rheinbrücke dringend kommen muss.